Nach dem Unfall waren Zeit und Welt für eine Weile aus den Fugen. Der Herbst verstrich, der Winter kam und ging, das Frühjahr. Zum Sommerende, knapp 7 Wochen nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war, überraschte Felix Winter seine Mutter Melanie im Wäschekeller. Da bist du ja. Die weiße Wäsche ist gleich fertig. Hast du noch was Buntes? Nee. Aber dein T-Shirt, das kann gleich mitgewaschen werden. Wo warst du eigentlich? Du riechst so modrig. Felix, warst du etwa wieder ganz allein am Fluss? Nur auf der Brücke. Hatten wir das nicht besprochen, Felix? Ich bin rückwärts balanciert. Auf dem Geländer. Felix! Dr. Baumgart sagt, du sollst nach deinem Unfall alles unterlassen, was dich überfordern könnte. Ja, du bist sehr nervös und... Ich bin anders. Bitte? Ich bin anders. Nicht mehr Felix. Felix? Bitte nenn mich nicht mehr Felix. Ab heute ist mein Name anders. Anders? Melanie Winter starrte Felix mit offenem Mund nach. Dieser schreckliche, ganz und gar schreckliche Unfall hatte ihren Sohn verändert. Er war anders. Erst vorgestern hatte sie ihn vor dem Fernseher sitzen sehen, das Bild komplett in Grautönen verschwommen. Zunächst hatte sie geglaubt, er schaue sich einen uralten Spielfilm an. Aber Felix hatte nur die Farbe komplett heruntergeregelt. Die Farben sind zu viel für meinen Kopf und meine Augen. Die Farben. Es macht euch doch bestimmt nichts aus, wenn wir ab heute alles in Schwarz-Weiß angucken. In Schwarz-Weiß? Ihre Unterlippe zitterte. Dann schüttelte sie resigniert den Kopf. Der Felix, den sie gekannt hatte, war verschwunden. Und dieser andere Junge, der jetzt in ihrem Haus wohnte, hatte sich einen passenden neuen Namen gegeben.